Die russische Söldnergruppe Wagner hat nach Angaben ihres Gründers Jewgeni Prigoschin die russische Flagge auf dem Verwaltungsgebäude der hart umkämpften Stadt Bachmut gehisst. Aus rechtlicher Sicht ist Bachmut eingenommen worden, sagte Prigoschin in einer Videobotschaft, die von seinem Pressedienst über Telegram veröffentlicht wurde. Das ukrainische Militär teilte dagegen mit, Bachmut sei weiterhin schwer umkämpft, werde aber gehalten. Die Angaben beider Seiten konnten nicht unabhängig überprüft werden. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky räumte eine schwierige Lage in Bachmut ein. Er sei dankbar für die Kämpfer, die dort und in der Umgebung die Stellung halten würden, sagte Zelensky in seiner nächtlichen Videoansprache. Nur 20 Kilometer westlich von Bachmut in Kostjantinivka wurden bei einem russischen Angriff nach ukrainischen Angaben mindestens 6 Zivilisten getötet. Zudem soll es mehrere Verletzte gegeben haben. 2 Dutzend Häuser, ein Kindergarten und ein Verwaltungsgebäude sollen beschädigt worden sein.